Endlich wieder ausgehen, feiern, Freunde treffen. In der Unistadt Tübingen ist das seit Mitte März möglich und gerade wurde das Modellprojekt um 2 Wochen verlängert. Das zieht viele Auswärtige an, besonders junge Menschen, so auch am Freitagabend. Ja, es ist super hier, schöne Stadt, das Bier schmeckt. Ja, es ist total schön, irgendwie das Leben wieder so zu fühlen. Dass es mal wieder losgeht und dass ich mal wieder das Gefühl habe, auch leben zu können. Die Voraussetzung für den Kneipenbesuch oder Einkaufsbummel, ein negativer Corona-Schnelltest an einer der 9 Teststationen. Dafür gibt es dann ein Tagesticket, entweder digital oder auf Papier. Kontaktverfolgungsbögen müssen Gäste auch weiterhin ausfüllen. Dann heißt es Prost, zur Freude auch der Gastwirte. Die Perspektive ist da und wir blicken jetzt auch aufs Ostergeschäft und auf die nächsten 14 Tage, 3 Wochen. Und gehe ich davon aus, dass wir da noch gutes Geschäft machen und drücke uns allen die Daumen, dass es natürlich so bleibt. Deshalb hat Tübingens OB Boris Palmer für den Samstag auch Leitplanken eingezogen, um das Gedränge zu reduzieren. Nur noch 3000 Auswärtige dürfen mitfeiern. Besser so als gar keine Party, findet Palmer. Ich glaube, es ist höchste Zeit für solche Experimente, denn wenn wir jetzt wieder nur den Lockdown als Strategie den Leuten überstülpen, dann werden einfach immer mehr sagen, ich mache nicht mehr mit und dann haben wir gar nichts. Also wir brauchen jetzt Alternativen, die den Menschen wieder Hoffnung und Mut geben und dazu gehört Freiheit durch Testen. Rund eine Woche nach Beginn der Öffnungen liegt die Inzidenz in Tübingen bei unter 35, also weit unter dem Bundesdurchschnitt. Städte wie Ludwigsburg und Böblingen möchten nur nachziehen und ebenfalls Modellstädte werden. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.